ist Lust die Triebkraft zur Gewalt, die euch so oft nach vorne schiebt, ist der Spaß Qual zu bereiten, ein Vergnügen, wie ihr's liebt, starke Schmerzen zuzufügen, ist das eure Leidenschaft oder Ängste auszulösen, zeigt ihr darum eure Kraft, lernt ihr Menschen abzuschrecken, dass sie ihr Recht nicht dreist verlangen, dass sie gar nicht daran denken, zu protestieren anzufangen. Lernt ihr nicht zu hinterfragen, hört ihr nicht zu, hört ihr nicht hin, bimst ihr nur ein, was man euch beibringt und fragt nicht einmal nach dem Sinn. Nein, ich kann niemandem empfehlen, geh du mal ruhig zur Polizei. Denn was passiert dann dort mit denen, sind sie mittendrin dabei? Kann man ernsthaft sich denn wünschen, Sohn oder Tochter wären dabei? Sicher würde es mich erschrecken, sprechen sie dann auch von Zecken und meinten mich zwar nicht, doch dich. Ich schämte mich. Macht man selbst jene dort zu Schlägern, die im Zweifel nichts riskieren, sollen sie im Fall des Falles alle Hemmungen verlieren und den Knüppel kraftvoll schwingen auf den Schädel ins Gesicht und im Traum nicht daran denken, stets im Verhältnis oder nicht. Wird den Menschen weh zu tun, dort von Experten beigebracht. Wie trainiert bis zur Beherrschung, wie man Menschen fertig macht. Lernt man nicht, sich zu beherrschen, will man nicht, dass man es kann. Wird man unterwiesen, Recht zu ignorieren, dann und wann. Nein, ich kann niemandem empfehlen, geh du mal ruhig zur Polizei. Denn was passiert dann dort mit denen, sind sie mittendrin dabei? Kann man ernsthaft sich denn wünschen, Sohn oder Tochter wären dabei? Sicher würde es mich erschrecken, sprechen sie dann auch von Zecken. Und meinten mich zwar nicht, doch dich. Ich schämte mich. Wird man gut darin geschult, wie man mit Schlagstock vorangeht, ins Auge zielt mit Pfefferspray bei jedem, der im Wege steht. Wie lernt man sich darin zu üben, aufs Gewissen nicht zu hören? Hört man Tricks, es abzuschalten, sollte es zur Unzeit stören? Wo lernt man die besten Griffe, wie man Handgelenke bricht? Es als Beleidigungen anzeigt, wenn einer nur die Wahrheit spricht. Schlagt ihr zu Hause Frauen und Kinder, wie ihr das im Einsatz tut? Wenn ihr zu fünft auf einen Greis schlagt, könnt ihr dann das Erlernte gut? Nein, ich kann niemandem empfehlen, geh du mal ruhig zur Polizei. Denn was passiert dann dort mit denen, sind sie mittendrin dabei? Kann man ernsthaft sich denn wünschen, Sohn oder Tochter wären dabei? Sicher würde es mich erschrecken, sprechen sie dann auch von Zecken und meinten mich zwar nicht, doch dich. Ich schämte mich.
Woher kommen diese Schlägertechnik? Genau aus welcher Diktatur? Aus Russland, China, der Türkei, vielleicht aus Ungarn, woher nur? Lasst mich etwas überlegen, komm noch drauf und sicher gleich. Könnte es sein aus Schulungskursen für ein neues Viertes Reich? Habt ihr euch dafür beworben? Wer hat euch deshalb gefragt? Was hat man euch angeboten? Habt ihr deutlich Ja gesagt? Galt es eine Probephase vorher erst zu überstehen? War denn so eine Verwendung in der Weise abzusehen? Nein, ich kann niemandem empfehlen, geh du mal ruhig zur Polizei. Denn was passiert dann dort mit denen, sind sie mittendrin dabei? Kann man ernsthaft sich denn wünschen, Sohn oder Tochter wären dabei? Sicher würde es mich erschrecken, sprechen sie dann auch von Zecken und meinten mich zwar nicht, doch dich. Ich schämte mich. Sagte man euch unumwunden, ganz egal, was auch geschieht, dass man euch niemals zur Verantwortung für euren Einsatz zieht. Lernt ihr sogar falsch zu bezeugen, steht ein Kollege vor Gericht. Denn das könnt euch auch passieren, sowas will man sicher nicht. So wie römische Liktoren nach Prätorianer Gardenart auserkoren, nicht Recht zu schützen, sondern Herrscher streng und hart. Als Gefahr für Recht und Ordnung fragen sie nicht das Gesetz, lachen über Paragraphen, halten Recht nur für Geschwätz. Nein, ich kann niemandem empfehlen, geh du mal ruhig zur Polizei. Denn was passiert dann dort mit denen, sind sie mittendrin dabei? Kann man ernsthaft sich denn wünschen, Sohn oder Tochter wären dabei? Sicher würde es mich erschrecken, sprechen sie dann auch von Zecken und meinten mich zwar nicht, doch dich. Ich schämte mich. Sind wie Büttel streng und affig, über die man herzlich lacht. Arrogant und eingebildet, leicht wie man sich lustig macht. Wie lang lässt man sie gewähren, nimmt sie nicht ernst als Gefahr. Hört nicht jene, die seit Jahren davor warnen, laut und klar. Dass ein Staat im Staat heranwächst und Kontrolle sich entzieht, seine eigene Struktur aufbaut, die leicht man übersieht. Wenn der Tag dann irgendwann kommt, wird der Hebel umgelegt. Dann wird's wie's schon mal gewesen, dass sich Freiheit nicht mehr regt. Nein, ich kann niemandem empfehlen, geh du mal ruhig zur Polizei. Denn was passiert dann dort mit denen, sind sie mittendrin dabei? Kann man ernsthaft sich denn wünschen, Sohn oder Tochter wären dabei? Sicher wird es mich erschrecken, sprechen sie dann auch von Zecken und meinten mich zwar nicht, doch